Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir befinden uns immer noch bei City Skylines und sind hier gerade mitten in unserem Stau. Ich wollte mir das nochmal genau von nahen angucken, wie das so aussieht. Ich meine, das sieht ja im Moment so aus, als wenn es einigermaßen läuft. Aber ich glaube, es wird täuschen, weil irgendwie wird das hier nicht weniger. Ich verstehe auch gar nicht, warum hier das Industriegebiet auf einmal so voll wird, obwohl wir das schon verkleinert haben. Das ist halt noch so eine Sache für sich. Da frage ich mich wirklich, das staut sich hier wie Sau. Das Industriegebiet wird immer voller, obwohl sich hier gar nichts mehr aufbauen kann. Das hier unten hatten wir ja schon weggenommen. Verstehe ich nicht so wirklich. Wir haben ja auch eine extreme Industrienachfrage. So ist es nicht. Tja. Ich habe das Gefühl, viele wollen auch hier hin. Dessen wird es hier auch voller. Weil die Geschäfte hier unten müssen ja auch beliefert werden. Genau wie die. Dessen habe ich mir gedacht, wenn ich vielleicht diese Autobahn hier weiter runterziehe und hier noch eine Ausfahrt baue, dann verteilt sich das ein bisschen mehr. Mal probieren kann man das Ganze. Wenn ich das ein bisschen langsamer mache, dafür müssen wir aber einmal die Schule verschieben. Die werde ich einmal hier unten ranflanschen. Am besten wäre dann hier als erstes ein Kreisel zu bauen. Und dann mal gucken, die Autobahn vielleicht darüber oder so. Wir kümmern uns erstmal um den Kreisel, würde ich sagen. So, Kreisel haben wir hier. Da nehmen wir, warte mal, das ist der aus dem Workshop, ne? Ja. Könnte man natürlich auch bauen. Da wäre der Kreisel oben drüber. Ich meine, das sieht immer so ein bisschen komisch aus, aber funktionieren tut er ja anscheinend. Der müsste natürlich so gedreht werden. Die Autobahn müsste quasi... Ah, da hängen diese blöden Arme dran. Ah, könnte aber funktionieren. Ich probiere es mal. So, hier haben wir ja die Autobahn. Den könnte ich die Autobahn noch rein theoretisch... Die muss ich gar nicht oben rüber bauen. Die kann ich auch unter durchbauen, oder? Ich probiere es einfach. Auto... Nein, Autobahn wollte ich. So, Autobahn. Da... Vierspurige Autobahn, dreispurige Autobahn oder was? Eine dreispurige Einbahn, ja. Seit wann gibt es vierspurige? Die müssen ja von irgendeinem DLC kommen, aber gut. Dann machen wir mal mit der vierspurigen weiter. Wenn sie sich verbinden lassen, heißt das? Verbunden lassen. So, und zwar wollte ich hier denn ein Tickchen länger so und dann hier einmal runter, wenn es geht. Scheint zu gehen, so, ich... Muss aufpassen, dass ich nicht der U-Bahn in die Quere komme. Dann müsste ich ja bis ungefähr hier und hier wieder hoch. Wenn es denn geht. Ah, ich würde hier hochkommen. Okay. Das, jetzt ist das Problem, so komme ich hier ja gar nicht ran. Hätte den auch gerne dichter dran gehabt. Das funktioniert ja nicht, weil die Arme da im Weg hängen. Okay, ich werde es gleich mit dem extra Kreisel machen. Eins nach dem anderen. Jetzt werde ich den hier erstmal runterziehen. Na, Junge, bist du wohl... Warte mal, ich glaube, das liegt da dran, weil der hier etwas schief ist. So? Na, komm, du sollst normal bauen. Nicht unterirdisch. Einmal hoch, bitte. Danke. Ich werde die gleich umdrehen. Ich möchte hier bloß einmal in diese Richtung, damit ich das ungefähr auf die gleiche Höhe kriege. Ungefähr bis da und dann hier runter. Müsste ja auch ungefähr... So? Ah, ungefähr die gleiche Höhe. Genau wird schwer hinzukriegen. Man kann zwar mit Move-It noch verschieben. So, und hier wieder hoch. Genau. Nein, nicht daran. Nicht daran. Ah, jetzt hängt hier der blöde Kreisel im Weg. Okay, Moment. Der müsste weg. Den reiße ich sowieso gleich komplett weg. Der sitzt hier blöd. Der sitzt hier richtig blöd. So, dann wieder aus der Straße, mal wieder runter und hier weiter und hier wieder hoch. Hoch bitte? Genau. Ungefähr auf die gleiche Höhe will ich es haben. Jetzt drehe ich das Ganze einmal um. Einmal runter. Zack. Zack. Wieder hoch. So, damit es hier richtig ist. Weil das könnte man mit Move-It noch auf die richtige Höhe schieben, aber irgendwie möchte ich das ungern. Es gibt halt immer wieder Problemchen. Ja, ich werde hier einen extra Kreisel bauen. Hier sind die Ärmchen einfach zu lang. Der muss hier so nämlich weg. Zack, 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 zack. Nein! Ah! Das kommt, wenn man zu übereifrig ist. Tut mir leid, Leute. Ihr kriegt eure Straße wieder. Jetzt muss ich es wahrscheinlich auch wieder anpinseln, oder? Jo. Muss ich. War keine Absicht. Kommt nicht wieder vor. So, das hier weg.
Gut, und jetzt muss ich mal gucken. Ich würde die Autobahn ja gerne entweder über den Kreisel oder unter den Kreisel. Am liebsten würde ich ja unter den Kreisel. Dann gehe ich hier einmal kurz auf Autobahn nochmal. Nehme jetzt aber allerdings die dreispurige mit Lärmschutzwand. Gehe einmal hoch. Ist das hoch genug? Das ist schon wieder zu hoch, ne? Irgendwo, naja, naja. Ich. Da! Ich glaube, ich werde so gehen. Auch wenn es komisch aussieht. Gehe auf Kurve. Da muss ich mal gucken, dass ich es einigermaßen hinkriege. Ich müsste ja quasi dann bis da. Hier dann so rum. Schwer zu sagen auf der Höhe, ne? Damit es ungefähr. Ich weiß nicht, er zeigt mir die Winkel nicht mehr an. Ich weiß nicht warum. Ob das an irgendeiner Mod liegt oder so? Ich habe keine Ahnung, denn hier so ungefähr rund. Er muss ja auch nicht hundertprozentig rund, aber einigermaßen. So. Und dann so. Und dann hier wieder ran, ne? Ist das sogar einigermaßen rund? Wollte quasi, dass die Autobahn hier unten durchführt nachher. Also quasi. Hier so. Na, warte mal, ich stelle mal auf gerade ein. Nicht an die Kreise ran, sondern unter durchführt. Was natürlich so jetzt wieder nicht funktioniert. Ich hätte. Aber wenn man erst die Autobahn baut, kriegt man die Kreisel da auch nicht rüber. Ich glaube, ich werde hier ein bisschen mit Move It arbeiten müssen. Und zwar, da bleibt gar nichts anderes übrig. Move It? Jo. Ist gut, ist gut. Mach die Erklärung weg, Junge. Ich sehe nichts. Ja, das lasse ich mal an. Zwar, ich wollte doch nur den Pfeiler etwas zur Seite verschieben. Mehr wollte ich doch gar nicht. Das ist die Autobahn, obwohl der müsste zu der Seite, weil auf da muss ich auch die andere Seite noch durch. So. Sieht ein bisschen komisch aus. Kann man ihn vielleicht noch ein bisschen drehen? Ich meine, die Mod ist schon was Feines, Move It. Also ich mag sie schon, aber man muss echt vorsichtig damit sein. So. Jetzt müsste ich aber die Straße durchkriegen, oder? Ich hoffe es zumindest. Ja. Zumindest so jetzt. Und hier haben wir das gleiche Problem, ne? Dann baue ich die erstmal bis da. Jetzt müsste ich den hier nämlich auch wieder verschieben. So. Der müsste nämlich jetzt auch hier zur Seite. Ungefähr so. Aber auch noch ein bisschen drehen. Jupp. So. Die müsste jetzt hier ohne Probleme durchpassen eigentlich. Ja. Tut sie auch. Das gleiche dann noch mit der anderen Seite. Die drehe ich gleich nachträglich wieder um. So passt sie auch. Wunderbar. So, dann einmal umdrehen. Die Autobahn lässt sich einfach einfacher bauen, wenn man sie... Wie keine Verbesserung möglich. Ah, jetzt. Okay. Wenn man sie erstmal beide in dieselbe Richtung zieht und später einfach umdreht. Genau, so passt das doch. Ist zwar jetzt nicht hundertprozentig mittig. Man kann ja, glaube ich, auch noch... Oh, das geht auch mit Move It, aber da weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, wie. Man kann ja irgendwie den ganzen Kreisel markieren. Warte mal. Der soll ja eigentlich nur den Kreisel markieren. Den Kreisel möchte ich denn gerne... Nein. Das habe ich mich befürchtet. Kann ich es irgendwie rückgängig machen? Wahrscheinlich nicht, oder? Verdammt. Modtools, ja gut, hier gibt es halt so einiges. Das ist kopieren, abreißen, Modtools, okay. Da habe ich jetzt gewaltig Mist gebaut. Verdammt. Dessen habe ich ja jetzt gefragt, ob man es irgendwie rückgängig machen kann. Ich wollte ja eigentlich nur, das meine ich ja, man kann mit der Mod eine Menge missbauen, vor allem wenn man sich damit nicht auskennt. So, machen wir das erstmal alles raus. Ich wollte ja nur die Straße haben. Und dann einmal markieren. So, jetzt habe ich nur die Straße, oder? Eigentlich wollte ich nur den Kreisel. Ah, jetzt kriege ich aber nur die Pfosten. Props, Dekels. Tja.
so. Was verstehen die denn hier unter Props? Das ist es jetzt nicht. Dekels dürfte es aber auch nicht sein. Straße ist doch kein Dekel. Ne. Surface vielleicht. Da müsste ich jetzt echt mal gucken. Wie gesagt, ich bin kein Profi mit der Mod. Ich kenne mich damit nicht wirklich aus. Ich habe sie bis jetzt immer nur für Kleinigkeiten benutzt. Das ist auch nicht. Trees sind Bäume. Notes vielleicht. Hm? Ah, es wären zumindest die Pfosten. Ah, es ist wieder alles, ne? Ja. Wie vermutet. Soll ja schon einigermaßen gerade sein. So ist es nicht. Ich glaube, ich habe schon Knick drinne. Ich lasse es mal so. Ich glaube, das ist gar nicht möglich, nur den Kreisel zu nehmen. Ne, so zieht dann nämlich nur die einzelne Straße. Warte mal, wenn ich Steuerung gedrückt halte, dann... Okay, geht nicht. Und wenn ich Shift gedrückt halte, dann geht's. Okay. Dann probier es mal so. Ich wollte ja nur den Kreis ein bisschen rüberschieben. Boah. Ne. Den machen wir wieder gerade. Naja, gerade ist was anderes, ne? Wie kriege ich den jetzt wieder einigermaßen gerade? Das ist jetzt eine gute Frage. Boah. Alter. Das wird so nix. Warte mal. Das mache ich anders. Sonst haben wir nämlich irgendwann später die ganze Karte im Arsch. Das mache ich anders. Ich meine, die Mod an sich ist nicht schlecht, wenn man weiß, wie sie funktioniert. Die Frage ist nur, kriege ich denn jetzt hier überhaupt eine Kurve rum? Ich müsste quasi erstmal hochgehen. So. Und so wird es wahrscheinlich schon nicht mehr funktionieren. Ich müsste rein theoretisch... Das ist an? Gut. Ah, das dachte ich mir. Das wird das so schon nicht mehr machen. Weil dafür ist die Straße einfach zu eng zusammen. Wenn ich hier neben anfange, wird der Kreisel aber schief. Man konnte irgendwie... Ich weiß bloß leider nicht wie. Ich will mal was ausprobieren. Ich baue einfach mal hier einen Kreisel auf. Hier neben. Vielleicht geht das. Darüber. Dann müsste der so. Genau, im rechten Winkel. Dann wieder so, dann wieder hier rüber. Jo. Darüber. Zack. Zack. So, jetzt haben wir hier einen Kreisel. Und jetzt müsste ich doch hier mit. Da müsste ich aber auf Copy gehen. So. Hier mit rein theoretisch. Den Kreisel kopieren können, oder? Das Problem ist halt, was hiervon ist jetzt der Kreisel? So zieht er nämlich einfach nur rüber. Er soll ihn ja kopieren. Na, oh, jetzt lässt er den auch noch so. Ich glaub's ja nicht. Das ist Underground. Bin noch extra auf Copy gegangen. Okay. Ich habe rausgefunden, wie es funktioniert. Alles klar. Ich werde den noch einmal gut schnell bauen, neu bauen. Das geht ja zum Glück schnell. So. Jetzt habe ich rausgefunden, wie es funktioniert. So, Kurve haben wir noch. Dann einmal kurz dahin. So. So. Nein, hier runter. So. Ah, so müsste er ungefähr. So. Wie gesagt, er muss ja nicht hundertprozentig gerade sein, aber zumindest einigermaßen. Was habe ich denn jetzt gebaut? Was kommt, wenn man hippelig wird? Die hatten wir da. Ich meine, ich habe hier doch alles an hier. Warum zeigt er mir denn eigentlich keine Prozentzahlen mehr an? Er müsste quasi so. Und von da müsste er jetzt gerade runter bis an die Linie. Genau. Und hier müsste er dann wieder gerade runter bis an die Linie. Dann bis an diese Linie ein Stück zurück. So. Dann müsste er wieder gerade. Zu weit. So. Darum. Genau.
Und da müsste er wieder gerade und... Naja. Es geht aber einigermaßen. Gut. Jetzt. Ganz auf Copy. Müsste es wahrscheinlich erstmal markieren. Roads, Tracks, Forts, Fences, Powerlines. Hier. Den macht doch bitte. Will er nicht? Eben gerade hatte er das Dorf. Wieso geht das denn jetzt nicht mehr? Ich mache hier mal wieder alles an. Ich meine, Props und Trees und so, das sind zwar Bäume, Ampeln und sowas, brauchen wir nicht. Aber einmal rüberziehen. Wieder nur Copy. Copy. Genau. Gut, jetzt habe ich die Bäume mit kopiert. Und das hier rauf. Damit wir das ungefähr mittig hinkriegen. Ungefähr zumindest. Ah, so genau lässt er mich nicht. So. Das weg. Jetzt müsste ich das Ding doch hier drauf haben. Ja. Jetzt müsste ich bloß. Nein. Das einmal aus. Danke. Du kannst die Markierung wieder löschen, Junge. Nein. Nicht nochmal kopieren. So. Ich will jetzt eigentlich quasi nur... Genau. Der ist richtig. Den hier von der Straße runter haben. Den einmal verschieben. Genau. Den einmal drehen, damit das ein bisschen ordentlicher aussieht. Kann ich den jetzt ein bisschen runter? Ja. Ah, vielleicht noch ein Tickchen. So ungefähr. Aber der kann ja sogar stehen bleiben. Der steht zwischen den beiden Straßen. So haben wir zumindest einigermaßen, naja, vielleicht nicht perfekt. Vielleicht will ich den ein Tickchen. Warte mal. Die Mod nochmal an. So. Tickchen rüberschieben. So. Sieht einfach ein bisschen symmetrisch aus. Aber so wird es doch gehen, oder? Würde ich sagen. Zumindest sieht das besser aus als vorher. Gut, der Kreisel kann jetzt wieder weg. Das war, wie gesagt, nur zum Kopieren. So. Jetzt müssen hier eigentlich quasi nur noch die Wege ran. Und zwar... Da muss ich jetzt wieder auf Autobahn gehen. Autobahn. Ich brauche die Auffahrten. Danke. Einmal von der Straße. Daran. Ich würde sagen von hier. Da so ran. Ja, vielleicht auch von hier. So. Quasi von hier dann wieder runter. Geht so nicht, okay. Vielleicht von da. Ah, das ist immer so eine Sache jetzt. Warte mal, wenn ich von hier da hoch mache und das einfach umdrehe. So wird es gehen. Genau, und das kannst du denn jetzt einfach umdrehen. Zack, zack, so rum. Können sie quasi, wenn sie auf dem Kreisel sind, hier wieder runterfahren. Und da muss ich gleich nochmal bei. Der eine Pfosten guckt durch. Das geht so natürlich nicht. Gut, dann kommen sie von hier darauf, von da wieder runter. Hier muss natürlich später auch, von hier wieder runter. Hm. Geht von da nicht, okay. Aber von hier, ne? Ja. Von da wieder runter und dann müssen sie natürlich von hier... Baue ich auch so rum und drehe sie gleich um. Auch wieder runter. So, dann hätten wir zumindest das schon mal. Einmal umdrehen. Gut, zumindest ist der Kreis nicht so eckig wie die aus dem Workshop. Nicht ganz so eckig. Den Pfosten, den muss ich gleich noch richtig hindrehen. Los, jetzt haben wir zwar hier die Autobahn mit dem Kreisel verbunden, aber das hier nicht. Und ich glaube, das Stück ist zu hoch, um das ordentlich ranzukriegen. Ich müsste das ausprobieren. Geht aber, glaube ich, nicht. Da müsste ich gerade nehmen. Kriege ich so wahrscheinlich nicht ran. Nein, Gefälle zu steil, wie vermutet. Das Ganze ist doch etwas zu dicht. Wenn ich hier aber... Vielleicht geht das ja. Autobahnabfahrten nehme. Quasi von hier, da müsste ich mal schräg gehen. Das ist ja eigentlich nur für die Leute, die im Kreisel umdrehen wollen. Wenn ich von hier dann quasi noch eine extra Linie da ranbaue.
Funktioniert so nicht. Warum nicht? Wollte ich ja nicht so ein Doppelabfahrt reinhaben. Geht nicht. Da sagt der Gefälle zu steil. So würde es gehen, ja. Aber ich glaube, so haben wir da einen Stau. Oder? Obwohl, so könnten die hier gleich rumfahren und die geradeaus weiter wollen. Man könnte es ausprobieren. Das ist zwar jetzt nicht so das Optimalste. Am liebsten hätte ich das eigentlich von hier gehabt. Aber das geht nicht, ne? Nee, das macht er so nicht. Macht er das denn von hier nach daran? Wahrscheinlich nicht. So, aber da, so, die sollen ja da abfahren und nicht darauf fahren. Und so hier so rum kommt man echt nicht, ne? Nein. Gut. Von da weg geht auch nicht, weil wie gesagt, da ist die Auffahrt im Weg. Das funktioniert so nicht. Nein. Ah, ich lasse es erstmal so, nicht, dass es zu Staus führt, aber das kann man ja ausprobieren. Das Gleiche, die müssen ja aber auch allerdings darauf kommen. Ich brauche ja auch noch eine Auffahrt auf die Straße. Und das geht. Quasi hier raufkommen, da runter. Es sieht jetzt ein bisschen merkwürdig aus. Muss man ausprobieren, ob das funktioniert. Es geht halt auch nur darum, die soll ja später hier auch weitergehen, die Autobahn. Das ist auch nur, dass sich das ein bisschen verteilt. Also die Autobahn hätte ich schon gerne später hier lang. Ich werde sie jetzt einfach mal ein Stückchen länger ziehen und hier vorne wieder verbinden. Da gehe ich mal auf gerade Straße. So, hier um die Kurve. Na, eben war es doch. Genau. Ich verbinde das hier erstmal wieder. Das ist nur, damit sie hier wieder umdrehen können. Jetzt gehe ich mal kurz auf Ampeln gucken, weil da vorne hatten wir jetzt, glaube ich, eine Ampel drin. Ampel, Ampel, Ampel. Ja, hatten wir. Was für eine schwere Geburt. Da geht es auch halt nur darum, dass die Autos, die quasi von da kommen, vielleicht sich ein bisschen verteilen, dass die, die dahin wollen und die, die hier wollen, hier abfahren. Mehr will ich gar nicht. Ich hoffe, dass hier nicht allzu viel ist. Ansonsten kann man es immer noch umbauen. Aber eine Sache muss ich noch machen. Und zwar den Pfosten da. Und das hier ein bisschen. Na, lass dich anklicken. Nicht den Baum. Lässt er sich hier gerade nicht anklicken. Warum? Genau. Das geht jetzt aber. Warte mal, das ist zu steil. Ich will auch nicht die Straße verschieben, sondern ich wollte den Pfosten hier verschieben. Genau. Nein. Geht nicht dicht daran, okay. Warum nicht? Lässt sich partout nicht dicht daran schieben, okay. Und wenn ich den dann nehme, lässt er sich nur weiter zurückschieben? Na. Ne, auch nicht. Okay. Ich meine, das geht sicherlich irgendwie, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie. Ah, jetzt habe ich es einigermaßen, oder? Nö, sah nur so aus. So, wieder einigermaßen richtig hin. Okay, wie gesagt, da muss ich mich nochmal genau schlau machen. Ich bin halt nicht der Experte dieser Mod, aber es geht irgendwie. Ich habe mich da nie wirklich viel mit beschäftigt. Gut, aber durchkommen sie, hier rein kommen sie auch. Dann lasse ich das Ganze mal weiterlaufen. Ich hoffe, sie nutzen es denn auch. Mach auch ein bisschen schneller. Wenn wir ja sehen, ob es benutzt wird. Ich meine, die müssen ja sowieso erstmal alle hier abfahren. Meine Hoffnung ist, dass hier dann ja auch Autos mal weiterfahren und nicht alle hierauf quetschen. Aber das werden wir sehen. Da muss ich auch mal was gucken. Kommen die überhaupt weiter? Ich hatte hier doch mal mit der Mod rumgespielt. Okay, ist nichts drin. Die kommen weiter, definitiv. Bis sie gemerkt haben, dass da noch eine Abfahrt ist, dauert wahrscheinlich. Ja, gut, die hätten auch hier eine Auffahrt drauf. So ist es nicht. Die werden es wohl nutzen. Oh, guck, da fahren da sogar Schnee essen. Zumindest die aus der Stadt kommen. Gut, das heißt, ein Teil, zumindest der hier geliefert hat, fährt hier schon mal raus. Dann haben wir das da schon mal weniger.
will ja nur, dass sich das ein bisschen verteilt. Ja, guck, jetzt fahren hier auch die ersten weiter, auch wenn es die Müllwagen sind. Dann kommen die zumindest schon mal schneller hier hin. Vielleicht wird das ein bisschen im Verkehr... Ja, müssen wir gucken. Hier ist natürlich Mist, weil das hier so beengt ist. Ich wollte das eigentlich gerne damit dran haben, aber geht leider nicht. So, wir haben natürlich immer noch ein bisschen Gewohner, immer noch Gewerbe und so weiter und so fort. Das kennt man ja alle schon. Da werden wir jetzt beim nächsten Mal auch weiterbauen. Wir haben jetzt die ganze Zeit an diesem blöden Kreis rumgespielt. Das tut mir wirklich leid. Aber ich bin halt auch kein Experte mit der Mod. Vielleicht wisst ihr das. Der bleibt erstmal aus. Vielleicht habt ihr ja noch irgendwelche Tipps zu der Mod oder so. Benutzt Twitter jedenfalls. Wir machen denn weiter beim nächsten Mal, indem wir hier endlich mal Gewerbe, Industrie und sowas ausbauen. Unsere Bewohner gehen hoch, also wir sind schon bei 86.000, fast 87.000. Die 90.000 für den internationalen Flughafen kommen wir so langsam. Also es kommt. Also seid gespannt, wie es weitergeht und wie immer. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.